Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mount & Blade 2 Bannerlord. Mit meiner bereits fünften Staffel und der 245. Folge. Heute in der Vorproduktion am 18.11.23. Bevor es aber losgeht, gibt es hier mal ein herzliches Dankeschön. Und zwar geht es heute an Rattling. Rattling hat nämlich auch am 31.03.23 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, mein Lieber. Du warst Numero. Moment. 1123. Muss mal ganz kurz hier was in meiner schlauen Liste anpassen. Sekunde. Jo. Und jetzt verschwindet Rattling aber auch wieder. Und wir befinden uns, wie immer, bei unseren Römern hier in Markeb, frisch nach unserer Truppenumorganisation. Und zwar nochmal kleine Erinnerung zur gestrigen Folge. Hier haben wir noch einen Transferbefehl von 150 Mann, die aus Zeonika jetzt anreisen nach Markeb, in der Hoffnung, sie werden sicher eskortiert, weil es sieht jetzt erstmal nicht so aus, dass hier viele Feinde unterwegs waren. Kann sich aber jederzeit noch ändern. Wir haben jetzt erstmal eine Aufgabe, und zwar zum einen, wie sich das gehört, noch an einem Turnier teilzunehmen, was aber erst am nächsten Tag geht. Gerade eben hat noch der Hahn gekräht. Ich hab's gehört. Oh, komm schon. So. Beitreten. Ja. Muss einfach sein. Zum einen könnte das was Schönes für Gavin sein. Und zum anderen, dann haben wir endlich Platz 1. Och, nun. Vorausgesetzt, ich überlebe das hier. Nice! Ja, die Übung mit Asterix macht sich bezahlt. Auch wenn der Skill von unserem Kato hier grottenschlecht ist. Und Asterix ja eigentlich ein Infanterieschütze ist und kein berittener Schütze. Oh Gott, nee. Ich geb's zu, es war doch Glückstreffer. Ich hab nur so getan, als hätte ich Skills. Sehr schön. Okay. Keule haben wir. So, die sich da erstmal gegenseitig behaken. Wir schnappen uns den hier. Wenn ich rankomme. So zum Beispiel. Oh, die haut aber ordentlich rauf, haut die. Die ist richtig gut, die Keule. Nein! Ja, ich war mal der Wolf. Der war beritten, mein Freund. Der hatte auch Skills. Manchmal. So. Och nö. Hier, fang! Hast du fein gemacht. Oh, schöner Treffer. Frag mich nur, wie ich ihn in den Bauch treffen konnte, wenn ich von hinten auf ihn geschossen habe. Mist. Der braucht manchmal echt ewig zum Spannen des Bogens. Was zum armes Pferd. Komm her, du Lump. Noch. Jetzt reicht's mir aber hier. Komm her. Nein. Okay, schnapp ich mal den anderen. Achso, es war meiner. Verdammt, Entschuldigung. Stimmt, der hat ja kein Schild mehr. Den habe ich mir weggeschossen. Ach! So kriegt der dich einen Speer und ich nicht. Komm her hier! Aua! Aua! Okay, es reicht, ich geh. Wollt das hier noch überleben? Nein. Oh, immerhin. So, einer weniger. Wow. Das war ein bisschen fies. Muss ich gestehen. Aber ist okay. Nehme ich gerne. Was ich mir echt mal abgewöhnen muss, ist das Mikrofon immer direkt von dem Mund zu halten. Ich habe ja extra alles so eingerichtet jetzt, dass ich das weghalten kann vom Mund. Aber es ist immer noch so eine Gewöhnungssache, ne? Nein! Ach, komm schon! Was? Wo ging der hin? Oh. Oh. Ach, Manno! Immer auf die Pferde. Was können die denn dafür? Okay, ich sag schon nichts mehr. Komm ran hier. Oh, was? Ich hab geblockt. Achso, ja. Wenn ich blocke, kriegt mein Pferd trotzdem was. Okay, ist okay. Die sind echt übel, die Streitkolben. Und nochmal einen hinterher. So. Damit auch ja ihm liegen bleibt. So, jetzt geht's um alles. Und ich krieg dadurch auch noch die Waffen, mit denen ich gut klarkomme.
Muss den Gegner mal sehen. Ah ja. Uncool. Hast nur noch 3, ich hab noch 6. Was? Wie konnte der daneben gehen? Nein! Okay. So. Das war Miliz? Ein Veteran-Miliz, okay, aber trotzdem Miliz? Alles klar. So. Damit haben wir dann endlich Rang 1. Aber das nächste Turnier nehmen wir trotzdem mit. Solange bis Thoman tot ist. Zu Midus haben wir einen riesen Abstand. Aber Thomund. Thomund ist einfach wieder dieser, ja, der Galante. So, das hat auch wirklich geklappt, ne? Ja, 3 Tage bis fertig. Wow. Also, Werkstatt auf Stufe 3 ist ja richtig Gold wert. Könnte ich ja schon die 3 Tage jetzt in der Nähe bleiben und gleich die nächste Stufe beauftragen. Ach nee, es ist ja Stufe 3, die wir bauen, wa? Nee, Stufe 2 wird gebaut. Okay, ja, gut. Gut, 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 gut. Nee, Stufe 3 ist das. Verdammt. Hab noch was vergessen. Dinge könnte wirklich was für Garvin sein. Ist es auch. Ja, er hat mich dasselbe in Rostig und er kriegt das jetzt in Ausgewogen. Sehr gut. Was ist denn mit euch los? Warum? Wieso? Jetzt Solimara und jetzt du. Manu. Okay, auf nach Akkalath. Wir bringen jetzt die Garnison dahin. Danach wieder zurück nach Markep, weil bis dahin müsste ja hoffentlich unser Transfer da sein. Der hier noch unterwegs ist. Ja, lauf mal schön weg, du. Lass mal schön meine Bauern und Rekruter in Ruhe. Akisa wurde eingenommen, okay. Schnell bist du. 3,7, schade. Läuft wahrscheinlich auch nicht irgendwo gegen, wa? Oder? Nee, nicht wirklich. Aber egal, wir bewegen uns auf Akkalath dazu und halten ihn davon ab, hier Sachen zu plündern oder unsere Rekruter anzugreifen. Jetzt geht es natürlich um den Besitz von Akisa. Serandon kriegt es, alles klar. Da ich nicht daran beteiligt war, ist es okay für mich. Auch wenn es natürlich schön wäre, jetzt hier Besitztümer noch weiter auszubauen. Aber ist ja kein Wunschkonzert. So. Marco, was hast du denn da wieder rekrutiert? Er hat einfach Saka rekrutiert, der Depp. Moment mal, Freundchen. So nicht. Reden. Ja. Inspizieren. So einen Quatsch machen wir mal nicht. Gott, ist Praetorius? Ach! Weil ich ihm die Aquilas gegeben habe, hat der die gleich umgewandelt. Ja klar, er zählt ja auch als Truppführer, logisch. Finde ich gut, jetzt kann er 200 Mann haben. Die Saker Auxiliare, die darf er behalten, da habe ich nichts gegen. Aber sowas wie berittene Bogenschützen, das nehmen wir unseren Leuten weg. Kommen wir gleich mal bei ihm mit rein. Und auf die Weise, liebe Leute, kriege ich es endlich hin, dass ich die wirklich großen, wichtigen, entscheidenden Schlachten mit rein römischen Truppen schlagen kann. Wie ich es die ganze Zeit über wollte. So, Stadtverwaltung nochmal rein, Luschan. 33 Tage, ja. Weil Werkstatt noch nicht mal gebaut war. Ja. Macht sich sofort bemerkbar. Aber gut, noch ist Nahrungsplus da. Können wir als nächsten Befehl schon mal die Werkstatt in Auftrag geben, damit das immer so ein bisschen im Wechsel ist. Und zwischendurch, wenn ich mal irgendwie das verpassen sollte, nachzugucken, sollen sie bitte hier dran bauen. Weil die Nahrung wird jetzt echt ein Riesenproblem. Und Garnisonsverwaltung machen wir jetzt. Ihr kriegt auf jeden Fall diesen Bums hier von mir. Und dann ist noch 84 Infanterie dazu.
Genau. So. Dann hier 40 Stück. Die Schützen eigentlich. Warte mal, ich hab doch. Hab ich nicht Stoneslinger mitgenommen? Nee, hatte ich nicht. Stimmt. Sind ein bisschen sehr viele von den Ballistarius hier, ne? Dann kriegt ihr mal die hier und hiervon auch nochmal 10. Oh, kommt sogar mehr. Ich hätte schon lieber eher was an Bogenschützen da. Kavallerie sieht erstmal okay aus. Ich habe immer noch so viele. Machst du mal hier, machst du mal da, machst du hier noch ein bisschen. Dann habe ich jetzt zu viele reingelegt. Ich wollte nur 100 Mann reinlegen. Verdammt. Bin nochmal hier von 10 zurück. So. 150 Mann sind auf dem Weg nach Markep. 100 davon nehme ich wieder meine Truppe auf. 50 davon könnte ich eventuell noch Makro und Kyraslav geben. Falls ich sie nicht in Markep brauchen sollte. Aber ich glaube nicht, weil Markep hat schon über 400 Garnisonseinheiten gehabt. Wait a second. Bis wohin kann Markep überhaupt haben? An Kapazität meine ich. Wo war denn das? Okay, passt. Abbruch. Gut. Alles klar. Aus Gewohnheit gucke ich immer noch mal in die Taverne. Ich weiß, ich darf eigentlich niemanden mehr rekrutieren, weil unser Clan voll ist, aber okay. Apropos Clan voll. Eieiei. Über 300 brauchen wir. Na gut. Können wir nur hoffen, dass der jetzt so doof ist? Ach nee, der wird schneller sein als ich. Na gut. Oh Mann, wir verlieren ohne Ende Kriegsstand gerade. Der belagert Akiza, alles klar. Den holen wir uns. Kassiria, grüß dich. Lang nicht gesehen. Nachdem ich dir einen neuen Namen gegeben habe. Ja, nehmen wir alle mit. Noch habe ich Platz. Zur Not legen wir die gleichen Akiza als Garnison rein. Ja, ja, ja. Du mich auch. Komm mal ran hier auf den Meter. Wie viel hast du denn? Nur 21? Das wird easy. Ich hätte gedacht, dass ein Großteil seiner Truppe aus berittenen Bogenschützen besteht. Ja, noch habe ich keine Ehefrau. Ja, ja. Aber ich hoffe doch sehr, dass der Krieg ja jetzt recht schnell rumgeht, sodass wir relativ schnell wieder zu ihr können. Also ich könnte jetzt jederzeit zu ihr, klar, aber wir müssen natürlich vorher noch unsere Armee auflösen. Und wenn ich die auflöse, habe ich eher Angst darum, dass Kyraslav und Makro irgendwo in ihren Tod rennen. Oder irgendwo reinrekrutiert werden, wo sie dann einfach geopfert werden, weil sie halt ein anderer Clan sind. So. Wer seid ihr bitte? Ach, die Carisia, wa? Oder Carissia. Kirissia. Ja, ja. Das ist sie. Die ehemalige Julia, die es hätte werden können, aber nicht wollte. Ach, das ist ihre Infanterie. Ah, okay. Ich bin nicht bereit, sagt er mir. Ach so, wahrscheinlich deswegen wieder, wa? Nicht? Doch, ich bin bereit. Ach, komm schon. Weil irgendwo ein berittener Bogenschütze... Ach komm, wie ist er hier? Zack. Sie will jetzt ihre Truppen da wieder vorheizen lassen, wa? Naja. Na gut. Dann marschieren wir halt auch vor. Könnte das passen? Nein! Die da nicht. So. Und meine Kavallerie werde ich mal schön schonen für die größeren Kämpfe. Obwohl, andererseits, die könnten jetzt nochmal gut leveln. Ja, ich ziehe sie gleich mal an strategisch wichtigen Punkten hin. Könnten dann immer direkt nach deren Kavallerie mit reinheizen. Jetzt
sieht ja aus wirklich wie in Afrika. Obwohl wir uns gerade in Saka befinden, ne? Also eigentlich Mongolei. Aber diese Bäume, das sind so richtige Präriebäume hier. Aber ich frage mich bloß, was er jetzt mit der Kavallerie macht. Oder sie in dem Fall. Das werden so knapp 200 Meter sein dann, aber die stehen oben auf dem Hügel. War nicht mal so geil. Geh jetzt mal darüber zu dem Hügel, dann habe ich wieder wenigstens noch ein bisschen Überblick. Die charged rein? Tatsache. Da. Jetzt sehe ich aber auf der rechten Seite nichts, weil der Hügel im Weg ist. Müssen sie erstmal ohne uns durch, bis ich den Befehl geben kann. Oh, sie schlagen sich aber gut, muss ich sagen. Dafür, dass sie dann in Unterzahl reingeritten sind. Moin. Ah ja, die Kavallerie zieht sich zurück. Die feindliche. Okay. Unsere Schützen vor. 1, 2 und 3 direkt dahinter. Und dann schießen wir so zu Klump. Die 5 zieht sich bitte wieder raus. Ja. Hast du? Das kriegen die bestimmt gern zu Drohne jetzt hin. Dann machen wir schon mal weniger Verluste. Weil wir brauchen jetzt jeden Mann an der Front vorne. Wenn die Saka bald mit ihren richtigen Armeen antanzen. Blöder Sack, du. Komm her hier. Kriegst einen Stock ins Bein. Du hoch. So. Okay, die 5 darf mit den feindlichen Schützen ihren Spaß haben gehen. Und die 6 hilft bei unseren Verbündeten da vorne. Die kriegen mich doch ein bisschen aufs Maul, wie ich gerade sehe. So, und jetzt ran hier. Dich von oben, Junge. Los, fein. Wo bleibt die Kavallerie? Au. Das war ohne Scheiß. Wo bleiben die? Ich habe euch eigentlich einen Angriffsbefehl auf die da gegeben. Okay, die kriegt jetzt einen Allgemeinschargebefehl, die 6. Die sind irgendwo hängen geblieben. Also die andere Kavallerie. Jetzt sind sie da. Da schön. Ein Optio. Ach guck, da ist er tot. Oh, Schwertschwestern hier. Ja, ja. Die wieder 70 Stiche und 50 Schläge aushalten. Warte mal, da läuft denn noch was. Allgemeiner Chargebefehl. Leute, da. Flüchtende Feinde. Genau, hinterher. Fass. Gut. Da lebt irgendwo noch ein Infanterist, wirklich. Wow. Der Anführer wahrscheinlich war, der vorher beritten war. So. Ja, es war Balasor. Moment. Oh, noch ein Kavallerist, wirklich. Oh. Gut. Was denn jetzt noch? Wo denn vor allem? Ah, jetzt. 50 Verluste hat sie gemacht. Tja, hätte sie sich mal nicht eingemischt. Hier, Kassiria. Oder hätte sie mich mal geheiratet? Ich habe sie angeboten, sie wollte nicht. Wir nehmen die Saka jetzt auch gefangen. Damit wir sie in unsere Garnison reinstopfen können, da wo es dann mal gebraucht wird. Also in die Verliese, wo sie dann wiederum rausrekrutiert werden. Deppen fährt immer gut. Island Scaled, Rang 3 nur. Warte mal, Lamelle. Warte mal, für mich. Moment. Oh. Nee. Oh, Mensch und Präfekt dann richtig, ne? Gut, eigentlich bräuchte ich noch einen anderen Helm dafür, aber okay. Das ist ein anderes Thema. Könnte das bei dir passen mit der Rüstung?
Überhaupt nicht. Das Ding hat einen ultra guten Wert, aber es passt halt überhaupt nicht, ne? Ja, doch. Doch, ich glaube doch, ja. Kann man so gelten lassen, würde ich jetzt behaupten. Er ist halt unser fremdländischer. Ach du Heilige. Unser fremdländischer. Hilfskohorten. Centurio. Hab grad vergessen, wie Centurio bei der Kavallerie hieß. Und ich will wieder ein richtiges Schild. Ein römischen. Genau. Dann könnte ich aber mal gucken, ob den hier jemand gebrauchen könnte. Jo. Obwohl, warte, Armbrust? Nee. Armbrust braucht einen Rücken, bitte. Du. Jetzt sieht er mal überhaupt nicht unexotisch aus, ne? Jetzt sieht aus wie Frankensteins Monster, ey. Was ist da los? Aber okay. Ich kann es nicht ändern gerade, ne? Ich kann es einfach nicht ändern. So, das Ding kommt weg. Alles klar. Den Rest nehmen wir so mit zum Verkaufen. Falls wir doch mal irgendwann Geldnot haben sollten. So. So, so. Habt ihr noch Platz im Verlies? Sieht schon mal gut aus. Balasor ist auch schon drin. Dann kriegt ihr jetzt von mir die ganzen Saga hier, genau. So, bitteschön. Auf wieder tschüss. Wie viele Verteidiger haben die? 21? Ja, 25 eigentlich. Plus 6 Milizen. Na gut. Das ist nicht die Welt, aber schon mal besser als gar nichts. Achso, warte mal. Hat es jetzt eigentlich geholfen mit Akkalat? Moment. Ja, plus 1. Und Treue müsste dementsprechend auch hochgehen, wenn jetzt der treue Wandel nicht so nach hinten losgeht. Und wir haben Krieg mit Saga, die sind Kultursaga. Es könnte auch sein, dass er hier wieder nach hinten losgeht, ne? Dass der Bau niemals fertig wird. Aber obwohl, selbst der Bau würde auch nicht viel bringen, außer ein bisschen mehr Nahrung. Und selbst da sind sie ja noch gut versorgt. Das passt also noch. Aber wir sorgen schon mal vor für die nächsten Garnisonseinheiten. So, Amprela hat immer noch Probleme, klar. Wie sieht's in Zionika eigentlich aus? Ich habe jetzt so viele Leute da abgezogen. Immer noch plus. Sehr gut sogar. Schön. Ich bin sogar versucht, ehrlich gesagt, wenn das jetzt hier plus minus null ist, durch die zivile Infrastruktur haben wir einfach einen kleinen Bonus und der treue Wandel ist bei minus 5, das ist schon das Maximum. Ich glaube, wir werden Petronella mal nach Amprela schicken. Huch. Obwohl, braucht man nicht. Jetzt gerade im Moment brauchen wir das tatsächlich nicht. Ich könnte aber mal eine Sache nachgucken in Amprela. Nee, Quatsch, in Zionika habe ich nämlich schon lange keine Baubefehle mehr gegeben, glaube ich. Ja, da wird gerade nichts gebaut. Obstgärten auf Maximum, super. Marktplatz, Garnisonskaserne, Befestigung ist schon da. Werkstätten, die sind gar nicht gebaut worden. Ach du Heilige. Wir boosten das. Hä? Woher kommt dieser Konstruktionswert? Der ist doch sehr niedrig. Hä? Hängt das mit dem Wohlstand zusammen, wie viel man da pro Tag reindonnern kann? Oha. Oder mal 100.000, warum nicht? Jetzt sehe ich nur leider nicht, wie lange es noch dauert, ne? Das wäre schön, wenn es hier noch irgendwo stehen würde. Aber gut. Okay. So. Zurück nach Markep. Wie weit sind unsere Transfereinheiten? Ach du Heilige. Ich sehe nicht ihre Geschwindigkeit, aber ich befürchte, dass die mit 1 Komma rummarschieren. Ja gut, dann ist dem jetzt halt so. Wir gehen trotzdem mal nach Markep und werden da oben patrouillieren. Ich meine, wir haben trotzdem noch 400 Mann. Vielleicht können wir doch noch die ein oder andere Armee abfangen. Oder langsameren Trupp. Oder sie daran hindern, unsere Dörfer zu überfallen. Oder. Versteck machen wir jetzt nicht. Ah, ein Turnier müsste ich aber machen. Ja, komm. Warum nicht?
Allerdings, warte mal. Dieser Kopfgetiger Buttermilch. Moment, das Versteck machen wir eventuell doch noch. Nee, warte mal, wo waren das? Ach doch, hier. Okutan, Ispantar und Pabastan. Ah da. Eventuell hat eins von denen die Quest Versteck räumen. So, was ist hier los? Wer und warum? Ah, der Anführer vom Market mal wieder. Und diesmal auch ein Vogt. Da wird auch mal Zeit. Altstatthalter plus eins Miliz. Nein, danke. Weniger Garnisonsold? Ja, bitte. Und Arena muss einfach sein. Steppenschlacht Ross. Ja, gut. Könnte man gucken, ob das der Garvin schon reiten kann. Oder wir heben das einfach auf für unsere zukünftige, für die Julia. Oh, wir haben Tier 4 bekommen, aber niedriges Tier 4, okay. Ich glaube, die Höchststufe ist 5 und da ist halt Lower, Mid and High der Unterschied. Es kann aber auch Tier 6 gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Na, hingucken. Warte mal, wir haben 4 Gegner. Lol. Mal gucken, wie lange noch. Ja, ihr macht das schon, ne? Moment, mein Schuh ist offen. Ah, ich sehe schon wieder die Superkeule, wa? Ja. Das klang ein bisschen so, als hätte es ihr gefallen. Entschuldigung. Bums. Ach, schön. Der sah aber auch aus wie ein Nadelkissen. Der hat 4 Speere vorher eingesteckt. Och nö. Willst du haben? Bitteschön. Nein, so klappe. Boah, was? Hat der Beton hinten auf dem Rücken oder was ist los? Oh, Entschuldigung, Pferd. Ach Mist. So ein einfaches Ziel und ich hau daneben, ne? Oh, schön. Was? Blöder Lacker. Ach, du drück bloß nicht ab, Kato. Könnte nur dein Leben retten, Alter. Was? Was hat der für eine Rüstung, bitte? Bitte was? Muss hier gerade ein bisschen Geschwindigkeit wechseln, damit er sich veraimt. Haha, so zum Beispiel. Oh, hier doch. Der war ordentlich. Der hatte Fettrüstung. Das war auch wieder Miliz. Okay. Oh, ohne Schild? Okay. Wo ist mein Gegner? Da. Komm schon. Triffst mich eh nicht. Siehste? Sag doch. Ducken geht übrigens auf der Y-Taste. Falls jemand Fragen haben sollte. Ja, gut. Vorsprung ein bisschen ausgebaut. Also, hoffe ich mal nicht, dass Tomen schon wieder zwischendurch gewonnen hatte. Nee, okay. Das heißt, wir haben da jetzt erstmal ein bisschen mehr Zeit und ich habe tatsächlich im Bogen was geskillt, was mir aber gar nichts bringt. Der Präzisionsmalus in Bewegung. Ich glaube nicht, dass der auch auf die Speere geht, ne? Weil das ist ja im Perk vom Bogen hier. Genauso wie Kopftrefferschaden. Ach nee, hieß er mit Bögen, okay. Bringt mir überhaupt nichts, aber gut. Alles klar. Es möchten auch noch welche rekrutiert werden. Ach, einer. Na gut. Aber immerhin. Immerhin. Viel zu wenig Infanterie. Aber wir warten ja auch doch auf die Verstärkung. Achso. Versteck. Moment. Welche Quest habt ihr? Banditenversteck. Machen wir. I offer you my loyalty. Zack, zack. So.
Es bringt übrigens nichts, jetzt noch hier drüben hinzugehen und zu gucken, ob ich da auch dieselbe Quest triggern kann, weil er sagt mir dann, du hast bereits dieselbe Quest schon zu laufen. Habe ich oft genug zu lesen bekommen in den Kommentaren. Es geht leider nicht. Da sagt das Spiel nein. Oh, Mist! Wir patrouillieren hier noch ein bisschen. Also die ganze Nacht zu warten. Ganzen Tag auf die Nacht zu warten. Oh, was? Nein! Wirklich? Die einzigen, die uns noch wirklich gefährlich werden konnten aus unmittelbarer Umgebung, neben den Dryadics. Wir haben 7 Städte und 13 Burgen. Hä? Wieso 7? 1, 2, 3, 4, 5. Ach, hier oben 6, 7. Okay. Oh, die Germanen sind aber wieder schön stark geworden, wie ich gerade sehe. Die haben sich ja. Oh, das könnte noch. Oh, okay. Das könnte noch witzig werden. Problem ist jetzt. Die sind gar nicht mal so dumm, muss ich ja mal sagen, ne? Die sind mal überhaupt nicht dumm. Jetzt habe ich aus Zeonika die Verteidiger abgezogen, aber hey, es sind schon wieder. Alter, was? Ich habe wieder 500 Garnisonsleute da drin? Oder zählen meine Transferleute noch dazu? Wo sind die überhaupt, die Transferleute? Hier. Okay. Jetzt haben wir ein Problem. Ein Zwei-Fronten-Krieg. Und den gegen die Saker verlieren wir momentan. Andererseits ist er gerade erfolgreich am Erobern. Wenn wir jetzt im Eilmarsch Tepes und Baltakant holen könnten, oder stattdessen Tepes, Epinosa, Lucana, dann wartet mal. Nee, ich hole mir lieber die zwei imperialen Burgen, damit meine Stadt hier mehr versorgt wird und auch wieder imperiale Burgen dazu sind. Das macht mehr Sinn. Ja. Dann kippen wir hoffentlich schon das Gleichgewicht. Dann kriegt das Abalitos hier alleine vielleicht hin. Und wir können rüber marschieren an die Westgrenze. Wir müssen. Weil hier ist meine reichste Stadt, meine erfolgreichste Stadt überhaupt. Und unsere erste Burg und Heimat. Ein Großteil unserer Garnisonseinheiten einfach. Die Rekrutierer aus dem Hinterland. Aber liebe Leute, nicht mehr heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn die Messe im Board, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.